Servus Leute, mein Name ist Mr. Sniff. Herzlich willkommen zu einem neuen Badergabe-Vlog. Ich bin jetzt noch im Auto. Wir sind gerade beim Raiffeisenmarkt angekommen, um die entsprechende Farbe fürs Terrarium zu kaufen. Und ich wollte jetzt noch ganz kurz die Begrüßung aufnehmen, bevor ich dann reingehe und mir tatsächlich die entsprechende Farbe raussuche. Ich hoffe mal, das wird nicht so lange brauchen. Die werden die wahrscheinlich mischen müssen, weil die genau die Farbe höchstwahrscheinlich nicht im Regal dastehen haben. Aber die haben schöne Farbpaletten, da kann man sich das Ganze aussuchen und anschauen. Und ich habe ein paar Beispielfotos gemacht, wo ich dann die Farben entsprechend vergleichen kann, dass ich nochmal ein bisschen einen Vergleich habe, dass ich nochmal ein bisschen eine Referenz habe, welchen Farbton ich genau möchte. Wir werden jetzt auf jeden Fall nach drin gehen und sehen uns dann gleich wieder am Farbregal. Wir haben jetzt hier eine Riesenmenge an Farben und ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll, weil wir haben sogar unterschiedliche Farbbereiche und ich habe überhaupt keinen Durchblick. Ich habe mich jetzt für eine von den vier Farben entschieden. Weiß allerdings noch nicht genau welche, muss die noch ein bisschen vergleichen und nochmal genau anschauen, vielleicht auch nochmal in anderen Lichtern. Genau, ich habe die jetzt gerade hier unter das Tageslicht gelegt, weil es ja so im Terrarium auch aussehen soll, aber ich weiß noch nicht, trotzdem noch nicht sicher, welche Farbe. So, meine Farbe wird jetzt zusammengemischt. Da sieht man wirklich viel, da kam gerade eben noch Farbe raus und jetzt sieht man gerade irgendwie gar nichts mehr. Keine Ahnung. Und einmal kräftig durchschütteln, damit alles vermischt wird. Interessant. Wir haben es jetzt geschafft, sind mit dem Auto angekommen. Jetzt regnet es mittlerweile. Ich werde jetzt noch ganz kurz zur Post rüberfahren, meine Pakete wegbringen, die ich zurückschicke und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und wir widmen uns gleich der Farbe. Ich werde mich noch ganz kurz umziehen und was essen. Danach mache ich mich auch schon an Streichen, während ich die E3-Streams schaue. Ja, jetzt wisst ihr ungefähr, wann ich das Ganze aufgenommen habe. Ich habe noch keine Ahnung, wann es rauskommen wird, weil ich das Ganze ja gestaffelt mache. Heute kam die erste Folge raus und am Freitag kommt die zweite Folge vom Vlog raus und dann wird das Ganze immer gestaffelt. Also immer montags und freitags eine Folge, 16 Uhr habe ich mich jetzt entschieden. Und dann mal schauen, wie lange das mit dem Badergabe-Terrarium noch geht und ob ich dann entsprechend auf eine Folge pro Woche runterschraube oder wie das Ganze dann noch weiterlaufen wird. Je nachdem, wie viel Videomaterial ich denn dann habe, was ich noch verwerten könnte. Ich werde mich jetzt umziehen und was essen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin jetzt gerade hier am Abkleben, damit mein Boden nicht dreckig wird und nehme dafür dieses alte Verpackungspapier, was ich noch habe. Das kam mit irgendeinem Paket hier an und klebt das hier oben einfach immer fest. Wenn das ein bisschen farbig wird, ist mir das egal. Da ist eh die Scheibe dann und das lässt sich nicht komplett verhindern. Ich werde hier allerdings dann noch einen schmalen Streifen draufkleben, dass es nicht komplett bunt wird und auch hier nach oben werde ich nochmal entsprechend abkleben, um dann das Gröbste hiervon abzuhalten, dass es nicht komplett kunterbunt später ist oder hier vorne rausläuft, weil das wäre schlecht. Nimm dann hier immer das Papier und klebt es mit so ein bisschen Kreppern einfach oben fest. Ringsrum ist jetzt alles abgeklebt, einmal komplett oben entlang, oben nach links rüber und da nach drüben, dass ich nichts versabbern kann, unten entsprechend hier vorne das Zeug. Und dann können wir uns mal die Farbe genauer anschauen. Das war der Farbton, den ich mir jetzt ausgesucht hatte. 02.023.02 Pure, keine Ahnung. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Sekunde. Kriegen wir das auf. So. Relativ helles Orange. Ich kann euch mal kurz das Bild hier oben einblenden, was ich als Referenz genommen habe. Und zwar wollte ich bei diesem Orangeton so eher den Hintergrund treffen. Ein bisschen dunkler als dieses Hintergrund, helle Orange, weil der rote Sand, der später das Ganze nochmal bestäubt, ja eh nochmal Highlights setzen wird. Und deswegen wollte ich auf diesen hellen Ton gehen und der rote Sand, den ich dann mit dem Epoxidharz auftrag, der macht dann nochmal das Ganze etwas dunkler und bringt so ein bisschen eine Farbverlauf oder Konturen in das Terrarium. Ich werde mich jetzt mal ranmachen und ein bisschen rumprobieren, wie ich es mit dem Streichen am besten mache. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Farbe abfüllen, damit nicht die Reste von dem Fliesenkleber nachher in der Farbe landen, sondern eher in einem anderen Behältnis, wo ich schön sauber machen kann. Und werde auch einfach den stinknormalen Pinsel benutzen, den ich schon die ganze Zeit benutze, weil es muss nicht super sauber sein. Es soll ja ein bisschen Struktur bekommen oder hat ja sowieso Struktur. Deswegen ist es nicht so wie an der Wand, dass es nachher richtig glatt sein muss. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich ein bisschen was gemacht habe. Was ich jetzt noch ganz kurz vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich alles noch mit der
Wurzelbürste hier abgebürstet habe und die Brocken, die nicht abgehen wollten, mit den Fingern abgemacht habe, damit ich keine riesigen Hubbel in der Rückwand drin habe. Und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach ganz gut sehen lassen. Man kann jetzt ganz gut erkennen, wie viel ich heute noch geschafft habe. Ich denke, es ist ungefähr die Hälfte. Wir sind zwar ein bisschen weiter über die Hälfte von oben nach unten, aber hier unten kommt ja noch die Höhle und das Sandbecken. Das bedeutet nochmal ein bisschen mehr Arbeit, weil es einfach nur eine glatte Wand ist. Die Farbe ist relativ hell, aber die soll ja auch als Highlight-Farbe dienen. Das heißt, das Epoxidharz wird ja eben mit dem Sand vermischt und dann nochmal mit Sand bestreut. Die Farbe kommt also nur sehr leicht zum Vorschein und nur an wenigen Stellen, wo einfach nicht sehr viel Sand drauf ist, und soll so einfach ein bisschen Farbstruktur in die Rückwand einbringen. Ich denke mal, das wird gut aussehen. Werde noch ein, zwei Mal ein bisschen rumtesten vielleicht, bevor ich es dann endgültig mit dem Epoxidharz bestreiche. Aber das machen wir einfach in einem anderen Vlog dann mal zusammen. Ich werde jetzt morgen weitermachen und wahrscheinlich dann sogar entsprechend alles fertig streichen. So, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt ein weiterer Tag vergangen, weil ich gestern keine Zeit mehr hatte, den Rest noch zu streichen. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen gewartet und habe dann erst den Rest gestrichen. Ihr könnt im Hintergrund sehen, dass das Terrarium jetzt komplett gestrichen ist. Und ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Es könnte meiner Meinung nach ein bisschen dunkler sein, aber durch den Sand wird es sich ja doch sowieso nochmal sehr verfärben. Und ich glaube, es könnte auch sehr gut aussehen, wenn wir einen sehr starken Kontrast zwischen Hintergrund und Sand haben. Also zwischen dem sehr dunklen roten Sand und dem entsprechend hellen orangen Hintergrund. Und dadurch zwei ein bisschen höhere Kontrastfarben haben, um ein bisschen mehr Farbenspiel ins Terrarium zu bringen. Und der Boden und Sand auf dem Bodenbelag, der dann ja komplett rot sein wird und kein Orange mehr zu sehen sein wird oder fast kein Orange mehr. Stelle ich mir ganz cool vor eigentlich. Ich denke, das war's erstmal für diese Folge von meinem Vlog. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Kommentar da und eine Bewertung, wie auch immer. Und ich freue mich aufs nächste Mal.